So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Ich hoffe, ihr freut euch auf die neuen alten neuen Origins Levels, denn im letzten Part haben wir den Boss der ersten Welt, Teenies in Trouble, plus das Musiklevel aus Teenies in Trouble abgeschlossen zu 100%. Und in diesem Part geht's in Back to Origins. Wir haben zwei Level freigeschaltet durch die Rubbellose und die werden wir direkt machen. Zuerst in Gibberish Jungle. Das wäre das Mosquito Level. Das allererste Mosquito Level. Seid dabei. Meinsch. Und die Mosquito Level waren gar nicht mal so. Wie geil sieht das denn aus, Freunde? Hohohoho. Ich kann nicht mehr. Es sieht so gut aus. Los. Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, jetzt hier immer die Lilanen zuerst einzusammeln. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. So, aber wie sieht's mit den Gegnern aus? Droppen die auch nochmal 5? Ja, die droppen auch nochmal 5. Ganz, ganz klar. Wenn wir eine Gegnerschleife töten, bekommen wir hier 5 Lumps. Ja, sind 5, genau. Und da ist auch schon der erste Typi, den wir retten mussten. So, die droppen nur 2 hier, die ganz großen. Oh, wie gut. Oh, die Origins Level, die machen schon Spaß, aber ich werde nicht direkt nach Legends Origins starten als Let's Play. Das wäre mir dann schon ein bisschen zu viel Rayman auf meinem Kanal. So, gib her. Die im Blasen können sich auch wieder auflösen. Die Lumps im Blasen. Um ehrlich zu sein. Y ist also einsaugen. Okay, und da muss ich jetzt die hier einsaugen und dann. Na, scheiß drauf. Wow, das sind viele. Das ist. Aua! Du bist ein böser Professor. Den ich sogar gesehen habe, aber zu dumm war auszuweichen letztendlich. Der hat Stacheln auf dem Kopf. Den darf ich also auch nicht berühren. Boah, Piranhas! Böche! Der böse Professor geht natürlich auch direkt wieder mal drauf. Den mag niemand. Wow, da ist noch ein böser Professor. Ah! Warte! Gut, damit wäre ich dann mal weg, ne? Gut, ich glaube, da kriegen wir schon genug in dem Part zusammen. An Videos. An Videomaterial. Ich dachte ja zuerst, dass ich das nicht zusammenbekomme mit Origins Levels, da die Origins Levels ja viel kürzer sind als die Legends Levels. Das Ding und dachte. Okay, das wäre jetzt nicht so schlau gewesen, aber zum Glück bin ich da nicht reingeflogen. So, Bücher Professor! So, der wäre weg, der böse Professor. Ich hasse böse Professoren. Das sind wie verrückte Wissenschaftler. Man kann sie nie berechnen. Okay. Okay. Okay, ganz, ganz ruhig. Ganz, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig Spiel. Okay, meine Frage ist, wie viel brauche ich denn für Gold? 350? In so einem Level? Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären, als ob die da mehr eingebaut hätten, mehr Punkte. Das Level ist ja jetzt bald aus. 400, vielleicht 300. Aber mehr nicht. So, da kommt noch was Großes, ne? Nee. Okay. Da bleibt's wieder dabei. Ich habe keine Ahnung, warum die da, das schaffst du doch nie. Oder? Kommt noch was? Es ist grad still. Aha. Was ist denn da gerade geflogen? Ja, ich rette dich ja schon. Ganz ruhig, Junge. Ah! Der böse Vogel ist zurück. Ja, Freunde, den gab's ja hier auch. Ah. Böser Vogel. Ruhig essen. Ah, der spuckt die ja, genau. Scheiße.
Stirb! Ah genau, und jetzt kam der Bosskampf. Jetzt sind wir hier, wo dann eben der Bosskampf kam. Abschießen. Und abschießen und... Das war's. Wehe, ich musste jetzt 500 sammeln. Gut, das Level ist aus. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, wie viel ich sammeln musste. Ich hoffe. Ja, was heißt hier, ich hoffe. Mir hat das Level gefallen, euch. Ihr könnt ja schreiben in die Kommentare. Und ich hoffe, ich habe jetzt Gold. Da habe ich nämlich echt null Ahnung, wie viel ich da brauche. Aber es sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, 350 werden es sein, ne? Ja, 300 nur. Okay, dann war's chillig. Guck die Stadt an. Ich bin der Rayman Mann. Da-da-da-tam-tam. So. Gut, gut, gut. Das hat mich jetzt ganze 5 Minuten gekostet, aber egal, egal, egal. Yay, you, yeah. Und natürlich haben wir noch ein Level. Wäre lächerlich, nur ein Level in dem Part. Desert of Didgeridoos. Kennen wir auch schon. Beste Filmmusik, das Level kennen wir schon. Aus meinem Stream. Wer geguckt hat, der war cool. Wer nicht geguckt hat, der ist doof. So, aber das Level an sich ist, glaube ich, sogar schwer. Ich glaube, ich hatte Probleme mit den Level. Das kann ich jetzt zwar schwer sagen, ob ich jetzt wirklich Probleme mit den Level hatte. Aber ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich Probleme mit den Level hatte. So, du bleibst hier, du bleibst auch hier. Da ist auch noch was. So, hier gibt's aber wieder... Ja, hier gibt's wieder 10 zu retten. Dann werden wir unser Bestes geben, ne, Freunde? Ansonsten ist hier... Wow! Die fallen ein bisschen schneller nach unten. Aha. Da hätten die auch ruhig was anderes verstecken können, ne? So, lauf mich nach oben. Okay, du bist auch weg. In Origins konnte man die Gegner ja zweimal treffen. Hier geben die halt einfach bei einem Treffer 5 Punkte bei Origins. Bei einem Treffer halt nur einen Punkt, aber dafür halt dann zweimal treffen, ne? Das sind schon ein paar Unterschiede, die mir hier direkt ins Auge gesprungen sind bei Legends. Aha. Wo sind denn meine Vögel hin? Da sind meine Vögel. Was ist das denn da oben? Aha, okay. Das sieht ja mal richtig gut aus, wenn die hier zu Elektro werden. Gut. Du, auch weg. Wir haben erst den ersten. Das ist mir ein bisschen zu wenig sogar. Jetzt erst den ersten zu haben. Du bist böse. War hier nicht eine Münze nur im Origin? Ich habe keine Ahnung. Oh, die Origins-Musik! Die Origins-Musik! Wie gut, ich liebe dich, Musik. Du bist so gut. Du bist so toll. Und ich rette dich, mein Kumpel. Oh, die Origins-Musik, sie ist so gut. So gesehen, die ganze Rayman... Ey. Ruhe. So gesehen, die ganze Rayman-Musik ist gut. So, hier konnte ich jetzt den Elektro-Ding ausstellen. Für kurze Zeit. So, das war jetzt kein Fail, denn ich weiß, dass ich hier wieder zurück kann. Das habe ich nämlich auch im Origin, in Legends gemacht, nicht in Legends, in Origins gemacht. Guckt euch das an, wie der Ultra das kann. So, du bist weg. Und dann gab es jetzt irgendwo gleich noch eine Münze. Ich glaube, die haben die aber dann durch einen Typi ersetzt. Okay. Du bist auch weg, böser Vogel. Ich hasse Vögel. Ja. Nein! Da war ich mir zu sicher. Und dann
Okay, ganz das Gebiet von vorne. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ne, überhaupt nicht. Das macht den Ultra sogar eher Spaß und ihr habt auch einen längeren Part, auch wenn ihr jetzt das hier nochmal ansehen müsst. Das ist halt bei Rayman so, bei den 2D-Teilen. So, und weg mit dir und du bist weg und dann einmal hier raus. Und hier kann ich hoch. Da ist ein Typi. Gut, fehlen noch 4. Du bist weg. Du bist weg. Da gewöhnt man sich auch mit der Zeit dran, in welchem Rhythmus man schlagen muss. Wie ich finde. So, du kommst auch noch her und dann habe ich hier abgesahnt wie... Wie wer weiß wer. Weg mit dir. Okay, an die Stelle erinnere ich mich. Da hatte ich Probleme. Da hatte ich echt Probleme. Die Münze ist chillig. Und ansonsten, da oben fliegt ein Typi. Typi! Ja, du kannst doch aus dem Käfig raus, wenn du hier schon... So wie das aussieht, sieht dann aus, als ob sie aus dem Käfig jederzeit raus können. Na egal. Gut, ich hoffe, die Schatzkisten-Level kommen auf jeden Fall, weil die mochte ich. Die mochte ich. Wo man so eine Schatzkiste verfolgen musste, ne? Ihr wisst, Freunde, das wischt ihr doch. Ja, help me, hab ich doch. I'm free, yo. Genau. So hört sich das an. Dankeschön, wäre auch cool, aber, ne? Müsst ihr ja nicht. Ich sehe da was. Hoch da. Bam. Das war jetzt schon ein bisschen schwieriger, um das mal zu erwähnen. Gut, da oben gab es auch was. Da war der zweite Bonus. Hallo? Danke, danke. Ach, da drüben Blas. Ist noch so ein Blasetypi. Und weg mit dir. Hallo? Mein König. Da gefällt es dir in der Schattenwelt, ne? So. Gut, gut, gut. Da, nicht sterben. Sterben wäre nicht so toll. Aber ich habe die 600 ja schon lange. Lange. So, die habe ich jetzt einfach mal so eingesammelt, da ich die 600 ja eh schon hatte. Hopp. Und weg mit dem Vogel. Kriegen wir noch die 700? Die kriegen wir, glaube ich, locker noch. Werfen wir so was entgegen. Die Frage, die ich mir jetzt eher stelle, ist, kriegen wir die letzten Lumps noch? Die letzten Kleindinge noch? Da fehlt ja einer noch. Okay, einer noch. Ja, okay, den kriegen wir. Ja, hier. Am Ende. Das lief doch. Chillig hier. Sehr schön. Ich hoffe, es ist bei 600 geblieben. Nicht auf 800 gestiegen, aber es sieht danach aus und ja. Sehr schön, das gefällt mir. Da ist meine Lucky-Karte von den Level. Und dann haben wir's. Das lief doch gut heute. Ja, und 15 Minuten haben wir schon. Naja. Kann mich nicht beschweren. Da haben wir auch schon fast die 100 von den 700. Und dann wird gerubbelt. Ein Kuscheltier. Und, was kriegen wir noch? Bitte kein Origins Level. Lums. 1000 Lums für den Ultra. Sehr, sehr schön. Gut, dann hätten wir das mit Origins heute abgeschlossen. Das sieht bis jetzt so aus. Das ist das... Grauma. Oh, das ist die Eiswelt. Sieb of... Okay, die Seewelt mochte ich nicht. Und
Die, an die kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht haben die auch hier eine neue Welt eingeplant. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Gut. Gucken wir uns noch unser Kuscheltier an und dann ist es mit dem Partner wieder gelaufen. Das wäre ein Toasty. Hallo Toasty. Toasty. Dankeschön. Neuen Helden werden wir wohl keinen haben, wie es aussieht. Ich kann da mal nur durchgucken. Neue Tür, neues Gemälde, neue Tür, neue Tür. Naja, nichts. Gut, gut. Rayman Legends, das Spiel, auf das ich so lange gewartet habe. Es ist hier und es ist großartig. Eine Kaufempfehlung von mir an jeden. Los! Ah! Ne, warte, wir beten den Typen da drüben an, der hier der nutzlose Tipps gibt. Ah! Oh, doch, die Schädel! Ja. Ein lila Loom ist doppelt so viel, ja. 60 Kuscheltiere kann man durch Rubbeln von Glückslosen gewinnen, ja. Selbst die ganze Kuscheltierfamilie zusammen gewinnst du noch mehr Pokale. Deine Tiere findest du in der. Ach! Okay. Sehr interessant, dass man für die Kuscheltiere auch was bekommt, letztendlich dann. Ja, gut, Freunde, das war's von mir mit Rayman Legends. Ich werde jetzt hier ins Hauptmenü zurückgehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, meine Freunde, und tschüss.